Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retropanna quält sich. Und ja, es weihnachtet so langsam, aber sicher. Und deswegen dachte ich mir so thematisch so ein bisschen was in die Richtung. Der Patrick hat sich Bible Adventures für das NES gewünscht. Das ist ja schon sehr bekannt durch den Angry Video Game Nerd. Und es ist eines dieser kuriosen, unlizenzierten Titel für das NES damals gewesen. Da gab es ja wirklich so ein paar Spiele, die nicht offiziell von Nintendo abgesegnet wurden und dann trotzdem veröffentlicht wurden. Das wurde dann mit so einem Trick, konnte man das dann trotzdem auf dem NES spielen. Sagt wahrscheinlich einiges aus, ne? Aber ich würde sagen, genug Videos über dieses Spiel gesehen. Ich will das mal an meinem eigenen Herzen erfahren, wie schlecht dieses Spiel ist und ob sein Ruf zu Recht hat. Weil, wer weiß, vielleicht ist das ja gar nicht so, ne? Wie weiß, der Patrick hat sich dieses Spiel gewünscht. An dieser Stelle herzlichen Dank dafür. Falls ihr auch Wünsche habt, egal ob 8 oder 16 Bit, ab in die Kommentare da mal. Ich gucke mir alles an. Und ja, das Spiel startet und wie man sieht, man wird mit etwas nerviger Musik begrüßt. Und es hat drei verschiedene Spiele. Ich würde sagen, die gehen wir mal so alle Pi mal Daumen durch. So, also gehen wir zuerst so Noah's Ark. Also im Prinzip finde ich schon mal das Cover, ne? Ihr seht, da oben ist das Moses mit so einem Cyborg-Auge. Wie geil ist das denn? Davor stand in der Bibel aber nichts. So, wir spielen hier jetzt Noah und okay, wir können springen und Kühe hochheben. Okay. Wo muss ich mit denen dahin? Okay. Pushing up on trees, cavern walls and ladders allows you to climb. Okay, gut. Das heißt, sehr sportlich, der junge Mann hier. Ja. Die Schlange. Okay, da ist ein Pferd. Ah, das ist die Arche wahrscheinlich. Und ich schätze mal, ich musste die Tiere zur Arche bringen, oder? Gehe ich mal so von aus. Ja. Kann man. Oh, wie schnell ist da. Komm her. Verdammte Hacke. Wieso nimmt er das nicht hoch? Ich stand doch. Bleib. So. Also, das hat es auch beim irgendwie Videogame gehört. Das sieht schon sehr kurios aus. Und Treppen kann ich damit aufklettern. Also Sinn in der Sicht hat es jetzt nicht. Mal gucken, wo ich jetzt mit dem Pferd hin kann. Da wahrscheinlich. Nein! Hey! Nein, du sollst da rein! Komm, komm! So, muss ich jetzt hier hochdrücken? Okay. Ich habe ein Pferd. Ein weibliches Pferd habe ich schon mal. Ach, man muss ja den Männlein und Weiblein noch zusammensuchen. Okay. Also Herausforderung ist es momentan 0. Was ist das da? Eine Banane? Bisschen Witches. Okay, irgendein Psalm. Soll ja auch entsprechen. Aber guckt euch das doch mal an. Wie soll ich denn dieses Schwein hier fangen? Ist das irgendwie eingeölt oder sowas? Warum will er denn hier eingeölte Schweine irgendwie. Und komm doch mal her. Oder muss ich hier zuerst irgendwie so. Ist das hier Essen? Komm mal her. Guck mal. Okay, ich muss sie anscheinend irgendwie ködern, dass sie sich fangen lassen. Aber diese Animation gerade. Also wenn die nicht Gold wert war, ich weiß auch nicht. Muss ich wahrscheinlich hier, okay, ich verstehe, da sind die Affen, es sind noch Bananen, okay, alles klar. Die Klischees muss man sich ausspielen. Das heißt, es ist jetzt nicht sonderlich komplex, das Spiel. Ich muss jetzt hier hochklettern. Es ist halt nur seltsam. Also es ist nicht ganz so fies, wie der irgendwie Videogame Nerd es meiner Meinung nach dargestellt hat. Also die Steuerung ist so etwas slippery, ne? Ihr seht es, wenn ich aufgehört habe zu laufen, ihr könnt es wahrscheinlich erahnen, dann läuft er immer etwas weiter. Sowas ist immer kacke. Okay, das war jetzt der Stier. Guck mal hier. Stiere essen Heu, oder?
Ja. Nicht umrammen. Okay, die männlichen Tiere scheinen schon etwas aggressiver zu sein, weil ich ihr Weibchen wahrscheinlich geklaut habe. Komm mal hier, Affe. Hey, jetzt habe ich die Banane und den Affen auf einmal um. Wunderbar. So. Okay. Ja, aber Spannung sieht jetzt irgendwie anders aus, oder? Okay, ich würde sagen, ist halt okay, wie man auf diese Idee kommt. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber ich habe schon mal Schlimmeres gespielt, ehrlich gesagt. Also so komplett Vollkatastrophe ist es eigentlich nicht. Es ist kurios, dass Noah die Sachen so hochhebt und sowas. Aus spielmechanischer Sicht verstehe ich das. Ist halt ziemlich langweilig. Aber ich würde sagen, gucken wir uns mal das nächste Spiel an. So, und dann würde ich sagen, Baby Moses. Mal gucken, was uns Abenteuer da uns erwarten. Vielleicht so eine Art Rennspiel, wo man den Fluss in ein Körbchen irgendwie lang heizt. Irgendwie sowas. Okay. Was kommt? Okay, also mit Sachen aufheben, da scheint es auf jeden Fall irgendwie drauf zu haben. Also ich muss sagen, es ist wahrscheinlich nicht so gedacht, aber wie dieses Baby da oben sitzt und einfach nur so guckt. Herrlich. Wunderbar. Okay, es gibt anscheinend im alten Ägypten Sprungplattformen, warum auch immer. Ich muss ver... Okay, also ich glaube, ich kann aber nicht sterben. So. Ich muss das Baby Moses... Eigentlich müsste da jetzt ins Wasser, oder? Obwohl, na, eigentlich ja nicht. Soll ja nicht. Okay. Oder muss ich jetzt das Körbchen finden? Also ich bin jetzt nicht ganz so firm in den Bibelgeschichten, aber soweit weiß ich denn natürlich doch. Hey! Oh nein! Das war natürlich jetzt brutal. Muss ich jetzt zurück? Also ich kann anscheinend nicht sterben, sondern die nerven nur. Okay. Oh, ich kann doch sterben. Warum auch immer nach gefühlt 10.000 Hits? Ich versuch's nochmal. Okay, hey, Baby Moses. Das ist schon etwas schwerer. Oder so sind diese Bibelverse da auf der linken Seite meiner Lebensenergie. Das muss ich gleich mal checken. Wenn ich gleich getroffen werde, was wahrscheinlich nicht irgendwie verhinderbar ist. Okay. Das ist, ja, also auch hier die Steuerung ist jetzt nicht die beste, die ich jemals erlebt habe. Es ist okay. Auch hier habe ich in der Bibel nicht irgendwie gehört, dass... Baby Moses irgendwelchen Spinnen ausweichen musste. Okay, jetzt haben wir hier alles in... es sieht halt so wirklich dramatisch... Oh. Sprung ins Ungewisse ist immer kacke. Komm. Ein Versuch noch. Aber da haben sie hier in die Farbpalette aber ganz tief reingegriffen. Ach, ich kann ihn halten. Pushing up on trees and walls oder so climb. Okay, oh. Da habe ich mich verdrückt. Das wollte ich nicht. Ich wollte Baby Moses nicht töten. Ja? Merkt euch das. Und deswegen ertränke ich mich gleich in Verzweiflung selbst. Okay, ich würde sagen, dann versuchen wir nochmal ein anderes Spiel. Und zwar das letzte, David und Goliath. Aber ich muss sagen, okay, dafür, dass es 91 erschienen ist, da gab es schon besser aussehende NES-Titel. Aber nee. Okay, die Geschichte natürlich, eine berühmte Geschichte. David gegen Goliath symbolisiert ja wie... oh Gott, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Wie gesagt, mein Wissen ist jetzt nicht so hoch, aber im Prinzip steht das ja dafür, dass das Goliath, das jüdische Reich, dann halt als David den Goliath, das... Keine Ahnung, wer da vorherrschen war, also von der geschichtlichen Sicht her. Aber ja. Okay. Wo ist Goliath? Warum ist ja alles voller Eichhörnchen? Hä? Was hat... Warum schlafen sie jetzt?
Hä? Muss hier noch rum? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ohne Witz. Keine Ahnung. Ja, ich kann hochklettern. Ja, das haben sie hier durchgezogen. Also, wie wäre das hier eine Arche Noah Stage? Würde ich sagen, okay, gut. Mehr Tiere, mehr retten, okay. Aber David said, when a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it and rescued the sheep. Okay. Also im Prinzip übersetzt, der David sah halt, wie ein Löwe oder ein Bär gekommen ist und ein Schaf von der Herde geklaut hat. Deswegen ist dann der David hinterhergelaufen und hat das Schaf gerettet. Heißt das, ich soll jetzt die Schafe hier einsammeln und an diesen Punkt bringen? Würde Sinn machen, aber dann frage ich mich, warum? Was hat das mit David und Goliath zu tun, außer dass das vielleicht ein dem David zugeschriebener Bibelvers ist? Okay. Okay. Ich habe alle Schafe gefunden, weil es halt eins gab, oder habe ich nicht? Ich hab gerade nicht gelesen. Ich bin noch so irritiert, ehrlich gesagt. Also ich muss sagen, okay, die Spiele sind halt kurios, ne? Haben natürlich so ein bisschen Gag-Humor, weil man die Schafe ja wirklich hier so, also die Tiere so komplett so hoch nimmt. Das sieht schon kurios aus. Ne? Oh, oh, und der Löwe will es natürlich auffressen, ist klar. Es sind halt sehr simple Spiele, die ich nicht unbedingt viel Bibelfaszination vermitteln, würde ich sagen. Ich guck mal, ob ich noch das letzte Schaf finde. Also ich weiß irgendwie nicht, was ich mit dem Spiel machen soll, ehrlich gesagt. Lass dich doch einfangen. Komm, komm. Ich weiß, es ist ein Widder, aber zählt das auch? So. Gucken wir mal. Er hat sich ja quasi selber jetzt hingerammt. Es sind halt seltsame Spiele, okay. Zählt nicht. Also wir wollen nur Schafe, keine Widder. Ist okay, ne? Keine Diskriminierung, aber warum auch immer. Was haltet ihr von dem Spiel? Könnt ihr damit irgendwie was anfangen? Also ich bin wirklich so sprachlos, was ihr davon halten soll. Es ist seltsam, es ist kein gutes Spiel, um Gottes Willen. Aber es ist... Ich weiß nicht, also wenn es das machen wollte, was es machte, macht es das okay. Aber wer hat sich gedacht, dass das hier gute Spielkonzepte sind? Das ist halt die große Frage. Okay, ich würde aber sagen, bevor ich so das letzte Schaf finde, das war es dann auch für heute. Und vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Und wie gesagt, wenn ihr auch einen Wunsch habt, ab in die Kommentare. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.